bin auf einem kleinen Bauernhof in der Oberpfalz aufgewachsen. Und da habe ich das gelernt, was bei uns in unserem Logo steht, mit Achtung vor dem Tier. Also mein Vater, der war ein sehr wortkarger Mensch, aber der hat uns das einfach vorgelebt, dass man sich erst hinsetzt und selber was isst, wenn jedes Tier wirklich das hat, was es braucht. Das war für uns ganz normal. So ein richtiges Kikeriki wie der Schorschl. Das hört man einfach, wenn man mit ihnen lebt. Also wenn man Tiere hat, dann braucht man einen Draht. Also wir leben für die Tiere und die Tiere für uns. Wir arbeiten und leben miteinander. Das ist ganz wichtig. Also ich denke, alle sind meine Lieblingshühner. Ich habe schon einen Liebling, das ist meine Frau. Dafür stehe ich auf dem Plakat mit Bio-Eier. Wir sind Biobauer schon immer, seit ich die Landwirtschaft von meinen Eltern übernommen habe. Warum? Weil ich einfach denke, wir erzeugen Lebensmittel, früher Milch und jetzt Eier. Und das ist Lebensmittel und das ist Natur. Also ich sage, ein Bauer muss, wenn ein Bauer was produziert, muss er das essen. Und ich tue ja auch Kräuter ins Futter rein, ich tue Oregano rein, aus einem ganz bestimmten Grund, weil Oregano die Leber schützt und der Leber hilft. In der Form vom Eigeschmack kann ich jetzt nicht sagen, weil ich bloß die Unser ist. Es gibt allerdings Leute, die sagen, die Unser sind die Besten. Und ja gut, vielleicht liegt es am Oregano, ich weiß es nicht. Ich habe einen Hof gekriegt, einen elterlichen. Habe den Eier konventionell gemacht und dann war das völlig klar. Nach dem ersten Jahr war das völlig klar, dass ich den umstellen will auf Bio. Weil das für mich die einzige Alternative ist und das für mich eine sinnvolle Landwirtschaft ist. Ich werde nicht diktiert von Konzernen. Ich bin in einer gewissen Unabhängigkeit drin. Und ich kann auch mal sagen, heute tue ich nichts. Ja? Und wir haben, also ich habe einen Familienbetrieb, ich bin im Prinzip mit der Familie benannt. Auch den ganzen Tag eigentlich, und das macht mir wahnsinnig Spaß, die Freiheit eigentlich. Die Freiheit, das zum Dorf, hinter dem, wo ich stehe. Das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Unsere Bauern, die richten ihren Tagesablauf nach den Hühnern. Und so ist eigentlich ein Bauernhof. Bauern haben immer mit den Tieren gelebt. Also wenn man in so ein Bauernmuseum geht, dann sieht man, die Hühner haben in der Küche mitgelebt. Und das ist ja alles vollkommen verloren gegangen. Und das holt man wieder ein bisschen zurück mit der Biolandwirtschaft. Biolandwirtschaft ist nichts anderes, als sich auf alte Werte zu besinnen und die zu leben. Ich habe mit einer Pachtlandwirtschaft angefangen, mit Hühnerhaltung, und daraus hat sich dann später eben die Eiervermarktung der Biohennen entwickelt. Ich kämpfe dafür, oder meine Erwartung ist letztendlich, dass ich möchte, dass alle Hühner so leben, wie sie bei den Biohennen leben. Ich denke, wir haben durch unsere Entwicklung schon angeschoben, weil wir die Ersten waren, die bewiesen haben, ja, es geht auch anders. Insofern, glaube ich, haben wir an der Gesamtentwicklung schon einen großen Anteil. Und jetzt ist ja auch die Situation so, dass die meisten Bioverbände mehr oder minder unsere Richtlinien übernommen haben. Jetzt hat erst wieder jemand ein Gedicht gemacht extra und uns das geschickt, weil es so begeistert war, dass es sowas noch gibt, dass es noch Eier gibt von richtigen Bauernhöfen. Das macht wirklich Sinn. Ich finde, es trägt dazu bei, dass einfach irgendwo ein bisschen besser ist. Also dieses Dorf in Gallien. Das ist einer der jungen Hähne, der übt jetzt gerade erst mal. Die müssen das nämlich auch lernen, das Krähen. Der ist jetzt gerade Stimmbruch, kann man sagen. Na,
Nein, ich bin kein Bio-Gockel, vielleicht bin ich ein Bio-Hahn. Aber ich mache wenig davon Gebrauch.